Ich heiße Tabea Kemmer und das ist meine Geschichte. Ich bin mal irgendwie durch die Stadt geschlendert und habe die Karte gefunden. Und ja, ich leide nicht unter Realitätsverlust, ich genieße ihn. Ist auch so generell mein Lebensmotto, relativ einfach, no risk, no fun. Also ich liebe das Risiko, dementsprechend bin ich auch ein bisschen verrückt, was Sachen angeht, wo manch anderer sagen würde, okay, lass es lieber, aber ich liebe die Herausforderung und dementsprechend kann ich es auch nicht sein lassen und setze die Reize und will das unbedingt erreichen. Das ist mit meinen zwei Schwestern, ich bin die Kleinste. Und es hieß dann immer so, okay, ey, wenn du das machst oder so. Ich so, ja, okay, ich mach's. Schon vorher gesagt, ich wusste die Aufgabe noch gar nicht. Oder auch so Mutproben, da war ich immer gleich die Erste dabei. Dementsprechend waren auch ein paar Verletzungen da. Ich habe mir früher dreimal die Schulter ausgekugelt. Ich bin echt der Wettkampftyp. Und jedes Spiel, jede 90 Minuten ist der Kick für mich, weil da wird abgerechnet, was man unter der Woche trainiert. Ich probiere viele wilde Sachen aus. Ich gehe viel surfen, wakeboarden, im Winter snowboarden, Skifahren, egal. Zum Beispiel, wir haben in Potsdam auch eine Anlage, eine Wasserskianlage. Und da sind dann auch die ganzen Profis, sage ich mal. Und so. Und dann sitze ich schon daneben und denke mir so, wow, das will ich auch mal ausprobieren. Und teste mich halt selber irgendwie ran. Ich will auch überhaupt gar keine Ratschläge annehmen oder irgendjemand, der mir das zeigt. Sondern ich will mich halt echt selber rantesten und einfach mich dran ausprobieren. Beim Baseflying in Berlin, da bin ich vom Park-In-Hotel gesprungen, 125 Meter. Hab's auch gleich nochmal gemacht und habe jetzt auch von der Mannschaft einen Tandemsprung geschenkt gekriegt, wo ich dann aus 4000 Meter Höhe runterspringe. Und das ist so das Nächste, was ich anpeile.